Wir starten den Tag heute und zwar habe ich vor, mich hier in einer Community, die quasi neben unserer Community ist, mich im Gym anzumelden, weil bei uns der Gym noch nicht fertiggestellt ist. Tasche ist schon gepackt. Was ich mir immer mache, ist, ich schreibe mir immer am Abend eine To-Do-Liste auf, weil ihr kennt das selber, man vergisst vieles und dann denkt man sich am Abend, hey, ich wollte noch das und das und das erledigen. Abend mache ich mir eine To-Do-Liste und dann weiß ich ganz genau, was am nächsten Tag ansteht. Es steht heute, wie gesagt, auf jeden Fall einiges an. Ich werde euch eventuell schon den GLE vorstellen. Ja, ich denke, das machen wir heute, weil ich muss ein paar Ersatzteile für das Auto besorgen. Dann muss ich mal überlegen, ich muss meine Liste reinschauen, was noch heute alles ansteht. Man holt sich zigtausend Supplements, um sich zu motivieren. Und dann fängt man immer noch nicht an. Okay. Ich weiß nicht, wer das noch hat. Eigentlich muss ich hier gesponsert werden schon von Zig Plus. Wirklich Protein, alles mögliche, Whey-Isolat, Kreatin, alles mögliche hier. Booster, Kickdown. Aber es ist sehr, sehr viel los gewesen. Trotzdem keine Ausrede, der Tag hat 24 Stunden. Ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Leute, das sind am Ende des Tages nur Ausreden. Deshalb, man findet auf jeden Fall immer eine Stunde am Tag für Sport. Wir fahren jetzt los. Bis gleich, meine Freunde. Hier drin ist das Gym. Ich gehe jetzt da rein und melde mich mal an, so für 6 Monate. Also das Mindeste ist hier 6 Monate Laufzeit. Und ja, bis dahin sollte das Gym bei uns in der Community auf jeden Fall fertig sein. So, Wellfit heißt es hier, das ist eine Kette. Und wir sind jetzt im Gym. Das ging wirklich relativ zügig. Ich glaube, 2 Minuten hat die Anmeldung gedauert. Wirklich, die haben gar nichts gebraucht. Einfach nur kurz Ausweis abgegeben, unterschrieben und das war's. So, jetzt ziehen wir uns um und dann gehen wir Vollgas, meine Freunde. Und schaut mal, die Schließfächer auch ganz nice, wie man die zumacht. Und zwar einfach hier zum Beispiel Code eingeben: 2, 3, 4, zumachen. Das war's. Auch nicht schlecht, ne? Aber separat. Also hier Föhn, dann hier Toiletten und nochmal private Duschen. Auch ganz cool. So, wir sind jetzt fertig mit dem Gym. Jetzt geht's wieder kurz ab nach Hause. Ich schau mal, eventuell zeige ich euch kurz gleich den GLE und dann geht's weiter. Übrigens, mein Gym ist hier an der Nesma Community. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas. Ja, hier wie gesagt, Wellfit ist eine Kette, sowas wie ja, Fitness First. Also wir haben auch Swimmingpool und alles Mögliche. Hier in Nesma Central von Arada. Und meine Community ist auf der anderen Seite, also ja, circa 1 Kilometer oder sogar 2 Kilometer hiervon. So, wieder zu Hause. Kurzfristig einen Handwerker angerufen, der muss da den gerufen bei uns am Ofen da was machen. Und jetzt steht er einfach vor der Tür. Aber ist nicht schlimm, wir sind jetzt auch da. Und ja, dann macht er das hier einmal fix, dann kann ich hier meinen Tag weitermachen. Was ist das denn hier? Was ist das für ein LKW? So, ich werde euch einmal dieses schöne Gefährt hier präsentieren. Dafür fahre ich jetzt den Kia Picanto raus. Und dann fahren wir den mal raus und schauen mal, was für Mängel das Fahrzeug denn genau hat. Was ich da alles ja, erledigen muss. Wie ihr schon sehen könnt, der ist auch nicht zugelassen. Denn für eine Zulassung muss ich ein paar Sachen am Fahrzeug beheben. Und die zeige ich euch gleich. Erstmal einen schönen Kaltstart, meine Freunde. Gönnt euch. Kopfhörer. Wir haben hier einen GLE 63 AMG augenscheinlich. Und zwar ist das ein ML 63 AMG, der umgebaut wurde auf GLE 63 AMG. Wie ihr schon sehen könnt, fehlt nämlich hier hinten so eine Abdeckung für den Kofferraum. Und einmal das Teil hier. Das muss ich auf jeden Fall bestellen. Dann haben wir hier vorne, beziehungsweise hinten, die Bremsklötze. Die sind komplett durch. Also damit darf man auf jeden Fall nicht fahren. Sonst ja, macht man sich noch die Scheiben kaputt, die Bremsscheiben.
Und die Felgen sind auch überall ein bisschen angeditscht. Farbe ist für mich traumhaft. Ich finde das aber wirklich, Leute. Also ich bin ehrlich zu euch, ich habe noch nie einen GLE-Umbau gesehen bei dem ML. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich nur mit Originalteilen. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das Auto besitzt eine 360-Grad-Kamera. Die Parksensoren, die spinnen aktuell ein bisschen rum. Die muss ich auch machen. Wir haben von innen eine Designio-Ausstattung. Auch ganz nice. Meistens bei Designio habt ihr wirklich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, Designio, Designio, habt ihr die Farbe. Und genau, beim GLE habt ihr vorne schon so ein Bildschirm, was hier quasi rausschaut. Und beim ML ist es noch drin. So, dann haben wir halt hier Memory-Sitze und so weiter. Ja, das Auto ist wirklich ziemlich gut ausgestattet. Hinten zwei Fernseher dabei. Panoramadach ist auch an Bord. Also motortechnisch läuft der wirklich sehr, sehr sauber. Schauen wir mal in den Kofferraum rein. Ich habe selber das, glaube ich, einmal mal reingeschaut gehabt, aber genau hier, das hier müsste man eventuell noch mal irgendwie, ich weiß nicht, kann man das retten, kleben, noch mal neu nähen, ich weiß ich gar nicht. Ja, elektrischer Kofferraum, aber ich glaube, das ist so Standard, ne? Genau, hat die eine andere Kupplung, frage ich mich gerade. Das wäre krass. Ich habe da irgendeinen Knopf links gesehen. Der hat eine Anhängerkupplung. Ich bin gerade selber baff. Tatsache, krass. Aber die haben dadurch, dass es abgedeckt ist, kann man den nicht rausfahren. Krass. Ja, toll. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich mich gleich runterlegen und die wieder einfahren. Oder kann man die so einfahren? Nee. Toll, toll, toll. Jetzt muss ich mich gleich auf jeden Fall drunter legen. Also Anhängerkupplung, wie ihr jetzt gesehen habt, ist auch am Start. Wirklich, ja, sehr gut ausgestattet. Das Lenkrad ist schon vom GLE, ja, oder Facelift. Ist ja beim ML eigentlich nicht so. Und hier vorne sind die Clipser da gebrochen wahrscheinlich. Das muss ich auch nochmal fixieren. Aber ansonsten, Leute, also ganz ehrlich, wie gesagt, so ein GLE 63 Umbau ist schon, beim ML steht dem schon richtig. Also von vorne sieht er wirklich sehr, sehr gut aus. Steigt mal jetzt hier ein kurz und dann schauen wir mal. Also man sieht hier schon, genau, die Knöpfe muss ich hier nochmal machen, weil die sind irgendwie nicht verbunden. Also ich kann hier nichts drücken, nichts machen. Reifen zeigt hier vorne an, aber man muss einfach mal den Luftdruck messen. Ja, ansonsten ein schönes Auto, würde ich sagen. Ich bin jetzt extra kurz ausgestiegen, um die Anhängerkupplung einmal festzumachen. Also da sind unten zwei Schrauben, die muss man quasi lösen und dann kann man auch die Anhängerkupplung nutzen. So, ich fahre mal hier in der Community mal kurz eine Runde. Wie gesagt, Fahrzeug ist abgemeldet, aber alles hier Privatgrundstück. Von daher passt das schon. Bin hier jetzt, ja, ich darf nur nicht so feste bremsen, weil das echt gefährlich ist wegen den Bremsscheiben. Dann kann es echt teuer werden. So, ich drehe wie gesagt hier eine Runde. Übrigens, das ist ein Baujahr 2015, müsste das sein, oder 14? Weiß ich gerade gar nicht genau. Ich glaube 14. Und der hat, ich meine, 585 PS. Ich glaube, das ist der S oder Performance, weiß ich gerade gar nicht. Also ich müsste nochmal genau schauen. Also ich kann auf jeden Fall mit dem Fahrzeug nicht fahren, weil die Bremsen sind komplett am Quietschen hinten und das hört sich auch nicht mehr gesund an. Der hat wirklich gar keinen Belag mehr drauf. Das ist das Nächste, was ich machen muss. Auf jeden Fall die ganzen Teile bestellen und das Auto dann fertig machen. Was ich euch noch zeigen wollte, und zwar ein Mängel noch, weshalb der auf jeden Fall hier auch keinen TÜV kriegt. Der hat von oben bis unten einen Riss und dann muss die Frontscheibe auch auf jeden Fall neu. Und das zum Thema, meine Freunde, hier kriegt man ja easy TÜV und nur in Deutschland wäre es strikt. Leute, hier ist es genauso strikt, wenn nicht sogar noch strenger. Ihr habt jedes Jahr TÜV. Wenn die Reifen älter als 3-4 Jahre sind, ciao, ihr kriegt keinen TÜV. Auch wenn die gutes Profil noch haben, also TÜV könnt ihr dann vergessen. Ja, das zum Thema ML63 AMG bzw. ML-GLE63 AMG. Da werde ich, wie gesagt, die ganzen Teile besorgen und ja, das Auto dann zur Werkstatt bringen. Fertig machen und dann zulassen.
Falls es jemand interessiert, ich werde auch dazu nochmal ein gesondertes Video machen. Wir haben hier ein Unternehmen, womit wir quasi den Leuten helfen, auszuwandern, auch die Steuerlast quasi zu reduzieren oder auf Null zu halten. Und das nicht nur mit einer Company, wo du jährlich eine Lizenz hast, sondern einen anderen Weg sagen, hey, ich brauche einfach nur eine Emirates-ID oder ich brauche nur ein Bankkonto oder ich will erstmal die Emirates-ID haben, weil ich hier vielleicht Immobilien kaufen möchte oder sonst was. Für die haben wir die richtige Lösung und ich denke, dafür werde ich auch nochmal ein gesondertes Video machen, wie ihr dann durch uns an die Emirates-ID kommt, ohne eine Firma zu gründen und trotzdem steuerfrei hier leben könnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.